Nach einer fast neunmonatigen Vorbereitung auf unsere geniale Orca-Expedition in Norwegen freuten wir uns nun, dass es endlich losging. Eingecheckt. Ja, jetzt geht's endlich zum Flieger. Happy Wives, happy Lives. Am Vorabend wurden noch unsere Koffer und Handgepäck sorgfältig gewogen und entsprechend umgeschichtet. Die Reise konnte nun starten. Hallo und Servus, grüß euch. Wir sind auf großer Expedition nach Segelvik in Norwegen und wünschen euch jetzt schon viel Spaß mit den Videos und Bildern und hoffentlich ganz, ganz, ganz tollen Eindrücken. In diesem Sinne, nicht vergessen, Daumen nach oben. Bis später. Die geplante Reise von München nach Oslo und weiter nach Tromsø konnte nun starten, lief aber leider nicht so, wie wir uns dies vorgestellt hatten. Bereits in München startete das Flugzeug mit einer Verzögerung von gut 90 Minuten, was zur Folge hatte, dass wir den Anschlussflug nach Tromsø nicht pünktlich erreichen konnten. Dies bedeutete, dass wir einen ungeplanten Zwischenstopp in Oslo einlegen mussten. Irgendwie sollte es nicht unser Tag werden. Denn sogar der Bustransfer in das Ersatzhotel konnte nicht mit dem geplanten Bus stattfinden. Nein, dieser besagte Bus machte mitten auf der norwegischen Autobahn schlapp und wir mussten auf einen Ersatz-Shuttlebus warten. Es war bereits kurz nach 21 Uhr, als wir endlich das Hotel erreichten und uns blieb nicht mehr viel Zeit, um etwas zu essen und natürlich zu schlafen. Denn sehr früh am nächsten Morgen sollten wir bereits unsere Reise wieder fortsetzen. Zurück zum Flughafen, Gepäck einchecken und dann mit dem Ersatzflug nach Tromsø. Trotz aller Verzögerung erreichten wir nun rechtzeitig unseren Flug und konnten nach einer kurzen Stadterkundung in Tromsø weiter mit der Fähre nach Skjervøy fahren. Für die nicht geübten Seefahrer unter uns war dies aber eine große Herausforderung, was sich kurzfristig zeigen sollte. Gepäck verstaut, los geht's! Was es ist. Kotztüten. Ja, mir ist schlecht, aber gewaltig. Brutal. Endlich waren wir dann da, in Skjervøy. Es war kälter, viel kälter als gedacht. Und der Wind stürmte ohne Ende. Norwegen halt. Und was wir schon immer mal sehen wollten, präsentierte uns der Himmel in seiner vollen Pracht. Nordlichter. Nach einer Stunde Aufenthalt ging es dann weiter mit einer kleineren Fähre, aber genauso starkem Seegang wie zuerst, bis wir dann nach einer Stunde endlich an unserem Ziel waren, in Segelvik. Dort wurden wir von unserer Valhalla-Crew gleich mit Freuden empfangen.
Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie windig es hier war. Bisschen windig? Es war so extrem, dass man teilweise seinen Nachbar nicht verstanden hatte. Die Expeditionsteilnehmer wurden dann in verschiedenen Häuser aufgeteilt und entsprechend zu ihren Unterkünften gebracht. Der Fußmarsch tat wirklich gut, nach der ewigen Sitzerei im Flugzeug und Fähre. Auch wenn es kalt war. Arschkalt. Unser Haus. Unser Haus called Shamu. Cool. Kitchen. Guten Morgen. Guten Morgen aus dem Valhalla Camp. Hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut. Wie ein Stein. Wir sind gestern sehr spät ins Bett gegangen. Ich glaube, es war schon 11:30, 12:00. Und wir waren fix und fertig. Wir haben nach der Ankunft hier noch einen Dinner bekommen. Eine leckere Fischsuppe aus den Fjorden Norwegens. Und selbstgemachtes Brot, selbstgemachter Kuchen. Und haben noch die ersten Sicherheitshinweise bekommen. Und jetzt geht's für uns zum Frühstück und danach zum Tauchtraining. Dann los geht's. Los geht's. Zum Frühstück traf sich die Expeditionscrew im sogenannten Valhalla House. Wie man sieht, wurde hier schon fleißig in der Küche gebrutzelt und für die hungrigen Gäste vorbereitet. Okay. Guten Morgen, good morning. Good morning. Good morning again. Morning. Es gab alles, was das Herz begehrte und dass man später genügend Kraft hatte für den anstehenden ersten Ausflugstag. Nachdem man sein komplettes Equipment in Empfang genommen hatte, ging es nun in voller Montur zurück zum Hafen. Die Teilnehmer wurden in zwei Teams aufgeteilt und es ging zum ersten Tauchtraining. Die erste Gruppe macht sich schon mal bereit zum Testen. So, mein Schatz, und wie geht's in dem Neopren? Ein bisschen beklemmend. Beklemmend? Ja. Ja, ich würde eher sagen schmierend, drückend. Bin ja gespannt, wie das wird ja noch. Ich auch. Ja. Ja, und dann ging es schon los. Hinaus auf hoher See mit dem Speedboot. Im bzw. unterm Neoprenanzug hatte sich etwas Wasser angesammelt am ersten Tauchgang. Und dies vermischte sich
mit der Seife am Körper wie eine schmierige Schicht. Um die Expeditionsteilnehmer an die richtigen Plätze zu bringen, suchten die Guides auf dem Meer nach Anzeichen oder Hinweisen für Orcas oder Buckelwale. Dies könnten zum Beispiel Ansammlungen von Vogelschwärmen sein, die über bestimmte Bereiche in dem Meer kreisen. Denn Orcas jagen auf Fische an der Wasseroberfläche, was wiederum Vögel anzieht. Orcas sind Wale und müssen an der Wasseroberfläche kommen, um Luft zu schnappen. Wenn du also Luftströme oder Atemfontänen bemerkst, könnte dies ein Anzeichen sein. Wir hatten aber bereits nach kurzer Zeit Glück und hatten das erste Vergnügen mit Orcas. Weiter ging es zu vermeintlich weiteren Plätzen, um Orcas zu sehen. Aber wir hatten nicht allzu viel Glück am ersten Tag. Jedenfalls waren wir fix und fertig. Und nach gut 5 Stunden im nassen Nass waren wir steif und eingefroren und freuten uns nur auf eine heiße Dusche in unserer Unterkunft. Guten Morgen, Tag 2. Zusammenfassung des ersten Seetages. Ja, es war härter und kälter als gedacht. Und jetzt geht es dann gleich zum Frühstück. Und vielleicht hört man es ein bisschen draußen. Schon wieder windig, wie Sau. Ja, wir machen das Beste draus. In diesem Sinne. Ciao, ciao. So, jetzt werden die Tauchanzüge eingeseift. Gib Gummi. Die Hosen sind schon fertig. Eine Hose. Okay. So, alles eingeseift, Bleigürtel, Hosen, Jackets, Schuhe, dann kann es losgehen. Bereit? Bereit. Gut. Auf geht's zum zweiten Tag. Wir sind schon in voller Montur. Es ist arschkalt. Windig und wir versuchen es noch, unser Schiff zu erreichen. Ah, yes, yeah. Ah.
Hallo! Noch etwas lediert vom Vortag, aber voller Motivation, ging es dann wieder raus auf die hohe See. Auch wenn es wieder sehr stürmisch war, bei diesem Sonnenaufgang konnte man nur ins Schwärmen kommen. Ein unbeschreibliches Naturerlebnis. Und dann sahen wir bereits die ersten Tiere. Von der Ferne sahen wir Atemfontänen und Luftströmen von Orcas. Dies waren Hinweise auf diese grandiosen Geschöpfe. Unser Guide bekam einen Tipp vom anderen Boot und wir fuhren in eine Bucht, wo sich angeblich viele Orcas tummeln sollten. Und dies war der Startschuss für unseren ersten Tauchgang. Ein unbeschreibliches Erlebnis. Noch halb frierend im Boot ging es jetzt ins Wasser und die gefühlten 4 Grad im Meer waren wie eine warme Dusche. Wir konnten es gar nicht wahrhaben, dass wir wirklich beide im Wasser waren. Welch ein Glücksgefühl. Einfach unbeschreiblich. Christian war im Wasser. Ich hab meine Füße nicht mehr. Wie geht's dir, Bianca? Also gestern war nicht so schlimm. Wie ist die Stimmung, Schatz? Heute hat es rendiert. Okay. Was nun in den nächsten Stunden in dieser Bucht abging, war ein Naturschauspiel, das seinesgleichen suchte. Die Orcas umkreisten unser Boot und jagten Heringe. Sie kamen bis auf ein paar Meter ans Boot heran und hatten gefühlt überhaupt keine Berührungsängste. Für sie gab es nur leckeres Essen, das tief im Meer auf sie wartete. Tausende von Heringe. Wir sahen unzählige Orcas, teilweise auch Buckelwale, die in einem Fressrausch waren. Ich glaube, die Aufnahmen sprechen für sich. So ein extremes Schauspiel hatten wir uns in den wildesten Träumen nicht vorgestellt.
Mit der Zeit wurde es aber mehr und mehr kalt in unserem Neoprenanzug. Und der Körper war steif und wir spürten unsere Hände und Füße kaum noch. Jetzt konnten wir aber auch nicht gleich los, da die Tiere ja noch fraßen. Und nachdem alles vorbei war, mussten wir ja auch noch mindestens eine Stunde zurück ins Basislager. Also hieß es, einfach nur irgendwie durchhalten und Augen zu und versuchen, den Körper irgendwie warm zu halten. Immer wieder sah man Heringe springen, die von den wilden Orcas flüchteten. Es war einfach Wahnsinn. Obwohl wir so viele Erlebnisse aufgesaugt und glücklich waren, waren wir jetzt aber auch psychisch und physisch total am Ende. Wir waren uns eigentlich beide einig, am nächsten Tag werden wir definitiv nicht mehr in diesen Anzug steigen. Aber dann kam alles ganz, ganz anders. Guten Morgen. Guten Morgen. Seetag Nummer 3. Ja, eigentlich wollten wir gar nicht los, weil wir so die Schnauze voll haben. Aber jetzt gehen wir doch wieder los. Ja, genau. Und wollen Orcas sehen. Genau, wie sagt der Bayer, scheißt du nix, dann fällt du nix. Also, wir stechen nochmal in den See und vielleicht gibt es nochmal so ein grandioses Ereignis wie gestern und ja, wir werden berichten. Also, pfiatti. Ciao, ciao. Der besagte Tag 3 entwickelte sich bereits schon am frühen Morgen mit einer gewissen Leichtigkeit. Das Meer war ruhig und wir wurden auch wieder mit einem genialen Lichtspiel verwöhnt. Bereits nach kürzester Zeit sahen wir die erste Rückenflosse aus dem Wasser ragen. Und wir hatten uns für den heutigen Tag vorgenommen, mit der Spiegelreflexkamera grandiose Bilder von Orcas einzufangen. Wir waren mehr als motiviert und hatten so richtig Spaß. Und dann kam plötzlich der Nebel und es fing an zu schneien. Die Beobachtung der Orcas im Nebel war mehr als nur eine physische Erfahrung. Es war eine Reise in eine geheimnisvolle Domäne, in der die Grenzen zwischen Himmel und Meer verschwommen. Die Ozeane hatten ihre Wächter preisgegeben. Und in diesem nebligen Theater der Natur
enthüllten die Orcas ihre zeitlose Eleganz. Als würden sie den Zuschauern eine Legende aus einer anderen Welt erzählen. Unsere Guides bekommen nochmals einen Hinweis, wo sie Orcas auftreffen konnten. Und wie im Vortag fuhren wir nochmals in dieselbe Bucht. Und wir sahen das große Fressen 2.0. Noch gigantischer und spektakulärer wie am Tag 2.
Geil, geil, geil! Am vierten und letzten Tag unserer Expedition waren wir uns einig, nicht mehr raus aufs Meer zu fahren. Die Eindrücke der letzten beiden Tage konnten einfach nicht übertroffen werden. Und so verabschiedeten wir den Rest der Crew und wünschten ihnen viel Spaß bei ihrem Ausflug. So entschlossen wir uns, die kleine Insel zu erkunden und waren warm eingepackt für die kleine Wanderung. Wir gingen durch den tiefen Schnee hinunter zum Meer und genossen die tolle Lichtstimmung, die Landschaft und die weiche Brise. Einfach traumhaft. Auf der Suche nach schönen Reisezitaten bin ich auf folgenden gestoßen, der mich sehr beeindruckt hat. In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein von den Dingen, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Mark Twain. Zurück durch den Schnee gingen wir ganz nach oben auf eine Erhöhung, um Segelweg und die Landschaft von oben zu sehen. Es war wie ein meditativer Zustand, eher schwerelos, einfach unfassbar schön, in die weite Ferne zu blicken.
Auch beim Rückweg genossen wir die Landschaft und sahen bei Tageslicht, wie verschneit es eigentlich hier war. Hier herrschte nicht der Mensch, sondern wirklich die Natur. Obwohl es erst am frühen Nachmittag war, wurde es bereits schon wieder dunkel. November bis Ende Januar bleibt die Sonne hier unter dem Horizont. Völlig dunkel ist es in dieser Zeit dennoch nicht. Wenn sich die Sonne dem Horizont nähert, entsteht eine Dämmerungsphase, die Norwegen oft in ein ganz besonderes Licht taucht. Vier geile Tage liegen hinter uns. Emotional haben wir alles mitgemacht. Auch körperlich? Ja. Aber es war ein mega Erlebnis und ich denke, das wird immer in Erinnerung bleiben. Wir können es jedenfalls nur empfehlen. Also wer irgendwas besonders erleben möchte, der kann sich gern der Valhalla-Expedition anschließen und Kontakt aufnehmen. Für uns gibt es einen riesen Daumen nach oben. Ja, und wem dieses Video gefallen hat, wie immer, ein Like nach oben, Abo natürlich nicht vergessen und die Glocke läuten lassen. Dann wird sie über alle zukünftigen Videos benachrichtigt. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar hinterlasst. Und jetzt gibt es noch ein paar Bilder zum Abschluss mit den Highlights. Wir sagen ciao, ciao.